Herzlich willkommen zu meinem Video Audios aufnehmen. So schnell geht's mit dem kostenlosen Captura 8.0. Wie man Captura startet und installiert und so weiter. Das habe ich dir im ersten Video schon gezeigt. Jetzt geht es darum, wie man Audios aufnehmen kann. Und da gibt es eine ganz geschickte Möglichkeit mit diesem Captura, mit diesem gratis kostenlosen Captura. Wie man das aufnimmt, geht ganz einfach. Man geht hier, wenn man hier in diesem Bereich ist, in diesem Home-Bereich, wählt man hier diese Audio-Variante. Gleich vorweg, vielleicht bevor du noch hier dann die Einstellungen vornimmst, gehst du hier vielleicht her, aus diesem Einstellungsbereich, und gehst hier bei das Häkchen setzt du weg, bei Startnahme minimieren. Denn wenn wir reine Aufnahme machen, also kein Video mitfilmen, dann kann man das Fenster ja dann dadurch lassen. Es muss nicht ausgeblendet werden, wenn wir das machen. Also mach das hier am besten das Häkchen dann weg, oder schau, dass es nicht da ist. Dann gehen wir wieder da herein. Und du wählst hier diesen Bereich nur Audio und wählst hier dann zum Beispiel die Variante MP3, dass dann wirklich ein MP3-File dann entsteht. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, was möchtest du aufnehmen? Möchtest du aufnehmen, was am Computer gerade abgespielt wird? Das könntest du hier dann mit dem Programm Captura machen und dann als MP3-Datei dann abspeichern, das werden wir es gleich sehen. Oder möchtest du einfach nur deine eigene Stimme dann zum Beispiel aufnehmen? Wir fangen einmal so an, dass das, was am Computer gemacht wird, einmal aufgenommen wird. Dann setzt man hier das Häkchen bei Lautsprecher oder Kopfhörer, je nachdem, was du hier bei dir hast. Also nicht Mikrofon. Gehe ich daher. Und jetzt gehe ich hier zu einem YouTube-Video von mir selber, das ich gemacht habe. Gehe vielleicht an den Anfang und starte die Aufnahme. Ich klicke jetzt hierher und starte dann auch das Video. Ich quatsche jetzt dabei, dann schauen wir, ob mein Quatschen praktisch dann auch in dieses Video dann aufgenommen wird. Ja, gut, ich stoppe das jetzt hier, die Aufnahme. Ja, jetzt willkommen. Dann stoppe auch dieses Video hier und dann schauen wir dann wieder daher. Du kannst dich vielleicht erinnern aus dem vorhergehenden Video, dass wir hier dann diese Aufnahmen haben. Ich habe hier gerade das hier aufgenommen, ich klicke mit der linken Maustaste hinein. Es geht der VLC-Player an, er spielt das dann hier ab. Und er spielt das alles ab und die Stimme von mir, die ist von vorhin nicht zu hören. Also er hat wirklich den Ton am Computer hat er dementsprechend dann aufgenommen. Also so gesehen schon mal eine geniale Möglichkeit, das hier mitzuschneiden, was hier am Computer läuft. So, und jetzt kommen wir zu der anderen Variante. Das heißt, ich möchte einen kurzen Text dann sprechen und da bin ich ja wieder hier in diesem Bereich und da wirst du schon erraten haben, ich muss mir das richtige Mikrofon aussuchen oder überhaupt ein Mikrofon aussuchen. Das mache ich jetzt einmal hier. Und gehe dann wieder zur Aufnahme. Das ist mein kurzer Text, den ich hier kurz darstellen möchte. Und meine Aufnahme ist schon vorbei. Klicke auf Stopp, es wird mir hier angezeigt. Und ich gehe jetzt dann hier wieder in diesen zurückliegenden Bereich und schaue mal, ob das funktioniert hat. Das ist mein kurzer Text, den ich hier kurz darstellen möchte. Und meine Aufnahme ist schon vorbei. Und er hat mir dann in meinem Programm, das für mich eben dann für die Soundausgabe zuständig ist, also VLC-Player oder Videoausgabe, hat er mir das dann abgespielt. Ja, also das heißt, man kann auf sehr einfache Art und Weise mit diesem Programm mal überhaupt Audios mitschneiden, die hier im Computer laufen. Und ich kann selber auch Töne aufnehmen, je nachdem, welche Eingangsquelle ich mir hier eingestellt habe. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder in einem nächsten Video.